Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine Rickert. Ich begrüße euch recht herzlich zurück bei The Room 3. Heute folgt die letzte Folge, das letzte alternative Ende, Lost. Viel Spaß! Zum letzten Mal gehen wir durch diese herrliche Tür. Wir nehmen unsere zusammengebauten Pyramiden, setzen sie oben ein. So wie in den letzten Folgen zuvor auch. Nehmen wir den Metallring. Wird hier eingesetzt. Aufmachen, aufmachen, Okular und rein. Wer ist so schön, es dreht eine Runde länger. Spiegel verschieben. Dann fängt sich an, das Ganze zu bewegen. Schnappen wir uns den Spiegel. Den schieben wir wieder zur Seite. Den kleinen Spiegel fügen wir wieder da hinten her. Und rein. Sagen wieder der ersten Klasse, der Versuchung. Gehen hierher, das untere. Wieder Okular und rein. Wir müssen wieder den Strahl einfangen. Hier bleibst du, hier, bist du. Bis alles aufgeladen ist. Wir gehen auch nicht durch diese Tür. Wir gehen zu dem zweiten. Hier das zweite mysteriöse Artefakt ein. Und jetzt kommt der Trick an dem Ganzen. Wir drehen uns auf die andere Seite und holen unseren Schraubenzieher und schrauben das hier auf. So. Jetzt können wir wieder reingehen. Das öffnen. Okular und rein. Das ist jetzt wieder die spaßigere Angelegenheit. Wir müssen wieder alles zum Leuchten bringen.
Yes, auf Anhieb geschafft, bitte. Ist mir sonst nie geglückt. So, drück mal wieder auf das Knöpfchen das letzte Mal. Ja, die Tür sieht doch gleich viel besser aus. Beide leuchten, also können wir durchdrehen. So, das war das letzte Schicksal, das wir erfüllt haben. The Room 3 ist hiermit abgeschlossen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Tschüss!